Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zurück auf der Sonnenseite. Mein Name ist Decoy und wir werden uns in dieser Folge mit Rock of Ages 2 den Weg durch Pompeji bahnen. In der letzten Folge haben wir übelst hart dran geknabbert, und zwar an Bologna. Ich bin in der letzten Folge hier stehen geblieben. Ich hau euch erstmal das Intro raus, danach geht's weiter. Bis gleich. So, hier sind wir stehen geblieben. Ich habe hier in der letzten Folge so ein kleines komisches Hörchen weggemacht und wir werden jetzt erstmal gucken, was das hier für ein kleiner Kollege ist. Paris? Okay, später Pompeji, erstmal Paris. Wir betreten die Arena. Was auch immer das sein mag, der Geist dieses Zeitalters hat eine physische Form angenommen. Hä? Oops. It's. Okay. Brain. Oh, Gehirn. Wir müssen also das Gehirn treffen, habe ich das Gefühl. Indem wir auf Trampolinen hin und her jumpen. Es ist ein Boss. Okay, das kann ja auch nur wieder 10.000 Jahre dauern, bis ich den hier fertig kriege. Lol. Aha, er findet sie also heiß. Kann natürlich nur von Vorteil sein hier für uns. Oh. Wir haben Engelsflügel. Pep. Ja, perfekt. Ach so, Trampolin. So, ich muss mich jetzt erstmal gerade kurz umgucken. Da vorne ist die Kollege. Da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, oder was? Da vorne ist noch eine Kanone, die könnte uns definitiv den Arsch wegballern. Ich möchte wieder mein Engelsding haben. Er schießt. Ne. Hoffentlich wird mir das Video nicht weggestrikt. Ah ja, okay. Von hier aus komme ich da anscheinend weniger gut dran. Ah, jetzt verstehe ich das. Jedes Mal, wenn er... Ich gehe mal hier gerade an die Seite. Jedes Mal, wenn er den... Ich verstehe. Jedes Mal, wenn er die Eulen irgendwie heiß findet, kommt als allererstes mal die Mucke an den Start. Und jetzt könnte ich ihn treffen, oder was? Von hinten. Hat nicht geklappt. Aber jetzt. Komm schon. Batz. Erster Treffer. Hoffentlich. Haben wir hier irgendwo eine Energieanzeige von dem Kollegen? Wo sind die Trampolins? Trampoline. Trampo. Ach, da ist eins. Jagt er mich? Oh, da wurde ich gerade einmal getroffen. Und wir können mal die Kanone wegömmeln. Nice. Sind die so genervt? So, jetzt. Okay, ich brauche eine gute Springposition. Hier vorne wäre auch eigentlich eine. Und... Nice. Das war das zweite Mal. Ich bleib am besten hier oben. Mein Gesicht juckt. Okay, jetzt muss ich hier rüber. Wow, das war close. Das war... Okay. Ab in die Mitte. Finde ich ganz gut hier. Oh shit, da hätte ich gerade nicht springen müssen. Dürfen, sollen, können. Aber ich kann ihn von hier aus nicht treffen. Das war's schon. Okay. Das war eigentlich recht easy. Das war recht easy. Sieg. Fortfahren. Okay. Okay. Wir haben ihn fertig gemacht. Eine Einheitslocke. Jawohl, ich kann mehr Einheiten nehmen. Das finde ich gut. Was ist das hier? Also ich wollte eigentlich runter nach Pompeji. Hier hin. Aber ich kann noch hier links runter. Und dann wären wir bei... Ist das Spanien hier, ne? Cadagues. Ja gut, dann nehmen wir einfach mal Pompeji. Sieht irgendwie böse aus. Ah, ich glaube, ich nehme erstmal nicht Pompeji. Ich glaube, ich gehe hier noch einmal rum.
Oh, hier brauchen wir 10. Ich glaube, hier brauchen wir auch 10 für den Boss. Rennes. Okay, wir machen erst eine Male Rennes. Was haben wir hier? Ich nehme erstmal einen Schluck aus meinem Jeanne d'Arc Getränk. Was geht? Es versteckt sich. Oh mon Dieu! Je savais que vous viendriez! Je suis prête à détruire l'ennemi! Oh! Ici, nous mettrons les catapultes et les lanciers. Et bien sûr, n'oublions surtout pas que nous devons verser de l'huile bouillante sur les soldats. Oh, Dieu a adoré mon plan. Je suis si heureuse. Alles klar. Alles klar. Jeanne d'Arc. Auf 3, 2, 1. Was haben wir hier? Globus. Viel Beschädigung, viel Gewicht, wenig Stärke. Was ist denn jetzt überhaupt wichtig? Beschädigung oder Stärke? Kein Satellit kann nahegelegene Hürden beschädigen. Ach, das ist der Ball von Dingsbums eben in der letzten Folge von Bologna. Okay, nehmen wir mal hier das Minengedöns. Die Kühe waren richtig geil. Die Türmchen brauche ich auf jeden Fall. Die Fallen sind auch gut. Kriegsschiffe sind teuer. Feuerwerkskanonen sind etwas rötlicher hinterlegt. Ich glaube, ich nehme die einfach mal und dann bin ich bereit für Jeanne d'Arc. Okay, wir fangen ganz normal wieder an mit den Minen. Die erste ist hier. Die zweite ist ihr. Und die dritte ist ihr. Buff. Gut. Hier vorne ist das Gedöns. Da werde ich hier wieder meine alte Taktik wählen. Und Katapultbrettchen dahin bauen. Türmchen. Und davor, um das Ganze schön zu verlangsamen, die Kühe. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt bringt. Aber ich mache das einfach erstmal. Hier ist auch eine gute Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht wird er da eventuell drüber springen können, aber ich mache das mal einfach so. Hier kann man auch drüber springen. Aha, aha, aha. Hier setze ich mal wieder Kühe hin. Genauso wie... Warum kann ich keine Kühe mehr setzen? 8 von 15? Ah ja, hier jetzt. Okay. Ach so, wegen Geld. Alles klar. Mein erster Ball ist gleich fertig. Und wir haben 150. Ich glaube nicht, dass ich noch einen setzen kann. Ehe mein Ball fertig ist. Doch, einer ging noch. Und doch. Keine Zeit verschwenden. Okay, wir haben eine erdballähnliche Kugel. Was sieht echt so witzig aus. Oh, da trifft er mich direkt. Sieht echt witzig aus hier. Können hier ein bisschen abkürzen. Boah. Ja, die Dinger, die muss ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwie zulegen. Diese explosiven TNT-Fässer. Okay, ich kann darüber springen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu wild. Wir rollen hier locker lang. Die Bäume wollen nicht, dass uns... Das sind wir aufgehalten. Oh, da sind wir schon am Start. Nice. Okay, cool. Cool, 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 cool. Mitten drauf, fritten in die Messe und 189 Schaden. Ja, wir haben gut viel abgezogen, ne? So, er ist hier am Start und er ist schon am Ende. Aber durch meine Kühe ist er mega gut durchgekommen. Okay, das bedeutet für mich, hier noch was hin, da noch was hin, genauso wie hier und noch einmal da. Hier an die Seite jetzt noch Türmchen, genauso wie hier und hier. Und hier, und hier. Und dann ist unser Geld auch schon wieder alle. Diese Türmchen werde ich jetzt gleich erstmal noch hier vorne hinsetzen. 10 Stück kann ich davon setzen.
Meine Minen sind 3 von 3, sind auf jeden Fall noch alle am Start. Ja, um seine aufzuhalten, 300. Hatte ich jetzt irgendwie noch keine Zeit. Aber wie wir gelernt haben, ist das auf jeden Fall wichtiger, dass man öfter mal den Ball schwingt. Wenn ich mir das gerade so angucke, habe ich auf jeden Fall mehr ihm abgezogen, als er mir. Das heißt, vielleicht muss ich nur dreimal dagegen peppern. Wir werden sehen, wir werden sehen. Nein, ich habe eine Kuh am Arsch. Wie witzig es aussieht. Oh, shit. Oh, fuck. Okay, das habe ich nicht gesehen. Aber hier sind auch auf jeden Fall übelst viele Sprengteile am Start. So, das Ding ist kaputt. Sprengteile sind auch am Arsch. Gut für die nächste Runde. Er wird mir da auf jeden Fall... Oh, ich bin mutig. Wird mir da auf jeden Fall... Oh Gott. Der Weg geebnet sein. So, da wäre jetzt, glaube ich, eine von seinen Minen gewesen. Ich bin schon am Start. Nice. Und er hat 2 Kühe von mir. Und komm schon. 186. Ja, ich muss ihn noch einmal treffen. Once. Und wir gucken uns an. Oh, ich habe ihn tatsächlich ein bisschen getroffen. Aber er geht da echt übelst locker durch. Das heißt, ich muss meine Verteidigungslinie hier definitiv sehr mies verstärken. Hier noch einen hin, da noch einen hin. Eventuell noch hier noch einen hin. So, mal gucken, was er hiervon hält. Kühe habe ich auch noch am Start. Ich glaube, hier könnte ich noch eine hinsetzen. 250, jawohl. Wie viel hier am Ende ist, ne? Ich finde das taktisch auch irgendwie am besten, dass man ihn kurz, bevor er am Ziel ist, halt noch aufhält. Er hingegen macht das ja ganz anders. Meine Minen habe ich auch alle noch. Komm schon, einmal noch Kühe setzen. Und dann könnte ich noch hier den Rest zuballern mit Türmchen. Aber ich kann... Boah, er rollt schon. Komm schon, ich rolle auch. Schauen wir mal, wer als erstes da ist. Okay, Kühe habe ich umgangen. Boah, fuck. Okay. Da hat er mich einmal runtergeschmissen. Boah, hier wieder easy durch. Ja. Ey, das geht. Warum sehe ich diese Dinger denn nicht? Er benutzt hier auch die Kühe. Oh, Mann. Okay, er ist nicht schlecht, er ist nicht schlecht. Aber ich glaube, er muss mich definitiv noch zweimal treffen. Wenn ich ihn jetzt nur noch einmal erwischen könnte, wäre das definitiv... Oh, nein, ich war zu schnell. Mann, ich versau's mir auch immer wieder. Komm schon. Okay, ich muss den regulären Weg gehen. Ich muss die Katapulte kaputt machen. Damit er mir mit den Kühen nicht irgendwie noch Kleber an den Hintern heftet. An meinen steinigen. Oha, da habe ich ihn aber gut erwischt gerade. Boah. Okay. So. Boah, es geht. Direkt vor meinen Augen. So, und jetzt wollen wir gucken, ob ich ihn gut erwische. Komm schon. Jawohl. Hallo Jean d'Arc, du kleine Mäuschen. Ich mache dich kaputt. Aber erst mache ich unsere Zuschauer hier dem Erdboden gleich. Nice. Sehr schön. Das war cool. Ich glaube, dass je tiefer ich auf der Karte komme, desto schwieriger das Ganze hier wird. Ich tanze auf ihr rum, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Okay. Nice. Das war's. Und jetzt könnte ich... Moment mal gerade, das hier muss ich mir erstmal einsammeln. Sprengstoffe. Jawohl. Genau das habe ich ja eben gesagt, dass ich das auf jeden Fall noch brauche. Was sind das für Dinger? Okay, da komme ich noch nicht lang. Aber hier oben komme ich lang. Wollen wir noch eine Runde machen, oder was? Okay,
Ah, ich glaube, das hier wird ein bisschen schwieriger, aber ich versuche es nochmal. Was ist mit ihm? Brennt sein Ohr? Urian. Der ist mir neu. On a mountain of skulls in a castle of pain, I sat on a throne of... Ja. How many times do I need to tell you, I want to face the crowd when I'm talking to them? Bitte? On a mountain of skulls in a castle of pain, I sat on the... What? What is wrong? I'm an actual demon with divine powers. Such... bitter words! Oh, oh, Leute, ich glaube... Okay, wow. We already knew you had bad breath. No, breathing fire is hardcore like a dragon. Das dürfte auf jeden Fall... You guys are jerks. I'm blowing up your volcano. Okay. Arschdämon. Dämon. Zwei Gesichter. Nasenfell. Dings. Ballonfelsblock. Ach, guck mal, gegen den haben wir eben gekämpft. Das war ja, ich glaube, ich nehme wieder den Globus. Wieder meine dies, meine das, meine Türmchen, die Minen. Und dann war es das, ne? Oder? Ne, in der letzten Folge hatte ich noch... In dem letzten Kampf hatte ich noch diesen hier. Ich glaube, ich werde mal die Elefanten... Ne, die Kühe nehme ich nochmal mit. Okay. Sieht definitiv krass aus hier mit dem Vulkan. Minen. Where are those? Hier vorne direkt eine. Hier ist direkt eine. Oh, die wird er mir heftig oft kaputt machen, glaube ich. Gibt es nur zwei Minen hier? Es gibt nur zwei Minen. Alles klar. Hm. Okay. Das ist das Ziel mit einem heftigen Lavastrom davor. Dann setze ich mal wieder meine Katapultplattformen ein. Und zwar vier Stück direkt. Davor wieder die Reihe aus Türmchen. Und davor Sprengstoff. 30 Stück kann man davon einsetzen. Hier wird er auf jeden Fall rüberkommen müssen. Und davor noch Kühe. Ich könnte hier wieder noch eine Reihe setzen. Und dann wieder Katapulte, damit er auf jeden Fall etwas länger braucht. Ich könnte hier noch Katapulte setzen. Hier brauche ich gerade noch ein bisschen Cash. Bisschen Cash. Come on. Shimona. Los. Fünf noch. Jawohl. Ich glaube, das war's. Dann muss ich auf jeden Fall kontrollieren, jede Runde. Wie das hier aussieht. Die Karte sieht echt gerade witzig aus, wie MW. Erinnert mich ein bisschen an Better Call Saul. Achso, da muss ich lang. Und los! Oh, shit. Okay, das war easy. That was easy. Hier noch drüber. Die Ballistika nehmen wir mit. Bisher eigentlich gar nicht so... Wird er bei mir 100 pro auch machen. So. Ich guck mal ein bisschen immer rechts, ob er das auch wirklich tut. Hier ist die nächste Mine von ihm. Wow. So, das war so ein Boxschaf oder was? Ich glaube, jetzt rast er gerade auf meine Mine zu. Er ist dran vorbei. Das ist krass. Er hat hier nur zwei von diesen Schafen hingesetzt. 186 Schaden, nice. Ich guck mal direkt, was meine Minen machen.
Zwei von drei. Achso, wir haben auch nur zwei von drei. Okay. Könnte ich hier theoretisch noch eine hinsetzen? Brauche ich aber nicht. Ich mache hier noch Kühe hin. Hier noch Kühe hin. Ah, guck dir das an. Guck dir das an. Totally busted. Scheiße, das hätte ich mir ersparen müssen. Guck dir das an, er kommt echt nicht durch. Ah, doch. Ah, in die Lava rein. Nice. Okay, ich habe ihm definitiv auch mehr abgezogen als er mir. Die Dinger hier sind noch nicht kaputt. Sprengstoff kann ich hier leider nicht hinsetzen, außer links und rechts. Und hier an den Seiten. Die Teile kann ich nicht verkaufen, schade. Türmchen kann ich da auch wieder nicht draufsetzen. Auch schade. Aber hier und hier kann ich Türmchen hinsetzen. Und hier. Und natürlich hier, wenn ich denn Geld hätte. 25 noch. Und ich kann schon wieder losrollen. Geil. Cool. Oh, Wolke. Alles klar. Boah. Das war krass. Und... Boah, okay. Kurz aber ein bisschen hot geworden hier an der Seite. On the side of life. Wir rollen weiter. Ich glaube nicht, dass er doch... Ich glaube, er hat seine Mine. Nee, hat er nicht. Oh, das kann nur von Vorteil sein. Guck mal. Schiff erwischen, wollte ich gerade sagen. Da wird mir gerade wieder ein bisschen warm. Hier hätte ich ein bisschen mehr Anschwung gebraucht. Okay. Aber ich habe immer noch gut viel Energie. Hier wieder rum. Er rollt auch los. Die Dinger müssen theoretisch alle kaputt machen. Hier kommt wieder so ein Schaf. Boah, krass. Das macht aber nichts. Irgendwie ist das nicht wirklich effektiv. Okay, die Hälfte. 175 Schaden. Krass. Wo rollt er denn? Hier vorne. Ah, hat er. Habe ich ihn nicht erwischt. Wieder die Kühe. Er wird gebremst. Ey, das mit den Kühen war echt nice. Das heißt, ich glaube, ich werde hier noch direkt auf die Schnelle noch ein paar Kühe hinsetzen. Genauso wie hier. Und hier vorne. Wow. Hier vorne dann auch. Er springt da einfach runter. Bumm. Okay. Okay. Und? Ah, hat mich nicht erwischt. Könnte ihn nochmal versuchen, hier zu spleasen. Na, kann ich nicht. Ja, jetzt muss ich ihn nur noch einmal richtig erwischen, dann war es das. Springt er hier einfach runter oder was? Okay. Sprengstoff. Definitiv Sprengstoff. As much as Sprengstoff. Und wir können los. Nice. Oh, gerade noch genug Geld ausgegeben, dass ich keins mehr hatte. Boah, okay. Ja, ist ja gut. Ja, genau. Hier vorne hatte natürlich heftige Verteidigungsmechanismen gebaut. Trifft er mich auch noch einmal mit seiner Gewitterwolke. Oh, shit. Okay. Okay. Können wir so hinnehmen. Ja, jetzt wird mir hier noch der Weg angezeigt, als ob ich den nicht wüsste. Gut, vielleicht muss ich ihn ja nochmal treffen, dann werde ich definitiv oben bessere Verteidigungsanlagen bauen. Er hat wieder eine Mine gebaut. Er hatte eine Mine gebaut. Hab ich wieder gut erwischt. So, die Wolke hat mich nicht gekriegt. Verteidigungstürmchen. Braucht ein bisschen mehr Anschwung. Aber wir kommen hier durch. Definitiv nicht ganz so viel Lava, aber auf jeden Fall krass genug. Boah, ziemlich viele von diesen ballistischen Teilen. Nicht mehr so viel Energie am Start. Er rollt. Nicht erwischt. Nicht erwischt. Mega viel Speed und... Wow. Okay, ich muss nochmal. Er ist hier am Rollen. Das werde ich wohl nicht
wirklich gut verhindern können. Deswegen werde ich hier noch eine ganz krasse Verteidigungslinie aufbauen. Davon habe ich jetzt 30. So. Hier noch so ein bisschen. Hier vor dem Sprung definitiv noch. Reicht mein Geld nicht mehr. Da vorne ist der Feind. Dann versuche ich ihn jetzt nochmal abzuballern. Oh. Und? Nice. Sprengstoff hat auf jeden Fall gut was gebracht. Ich habe ihn nochmal getroffen. Okay, die Wolke nicht. Er hat ziemlich viele Kühe am Start. Der Sprengstoff ist nochmal am Start. Aber er ist gut rübergekommen. So, alles klar. Ich habe definitiv noch mehr Energie als er. Wenn ich jetzt einmal richtig gut durchkomme, dann ist das Ganze safe. 200 für den Sprengstoff. Ich hatte mir meine... Ne, ich habe immer noch meine ganzen Minen. Und ich kann los. Na, heiß. Was sagt die Uhr? Okay. Wir werden eine kleine Runde, die ein wenig länger ist. Aber warum nicht? Warum nicht? Hier wieder rüber. Oh, shit, 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 shit. Okay, das war das erste Mal, dass ich so richtig hart in diese Lava reingespleased bin. Fast die Hälfte meines Lebens ist weg. Feuerwerksballistiker. Das ist nicht schlecht. Alter Schwede, treffen die krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so viel Schaden anrichten. Aber hier bin ich jetzt gerade echt gut durchgekommen. Noch eine Ballistik rechts. Egal, um uns nicht zu kümmern. Wow. Oh shit. Jetzt aber durch. Ich habe echt nicht mehr viel Energie. Hier stehen wieder 4 Stück von den Teilen oder so. Und da hat er einen gebaut. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, jawohl. Ja, danke schön. Er rollt. Also ich muss jetzt definitiv treffen, sonst bin ich am Ass. Jawohl, das wird... Ah. Boah, ich dachte gerade, ich bin... Okay. Ich sag mal ganz dezent, tschüss. Nice. Okay. Sehr schön. 4 zu 3, 35 zu 11. Wir haben ihn auf jeden Fall übelst platt gemacht. Und wir kriegen dafür... Da Vinci-Panzer. Was es hiermit auf sich hat, keine Ahnung. Aber ich glaube, das war's erstmal hier für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann entweder mit Spanien alias Portugal hier unten beschäftigen oder wir gehen nochmal hoch und räumen hier oben auf. Wäre natürlich auch witzig, oder? Was haben wir denn hier? Holland! Das ist Holland? Okay, dann müsste hier irgendwo dann Deutschland sein, oder was? Okay, naja, soll mir egal sein. In der nächsten Folge, meine Damen und Herren, werden wir uns mit Holland beschäftigen. Ist ja mal eine ganz nette Abwechslung. Vielen Dank für das Zuschauen dieses Partes, Rob of Ages 2. Morgen gibt es die nächste Folge. Tschüssikowski.